Hallo, ich grüße dich. Hier ist Matthias von die Praxis Family und du bist hier im ersten Video von unserem dreiteiligen Kurs, wie du dich und deine Familie optimal von Schwermetallen befreist und entgiftest. Für dich ist dieses Video gemacht. Wir haben es in drei Teile aufgeteilt, damit es nicht zu viel auf einmal wird. Schau dir die Teile an, schau sie dir ruhig mehrmals an und nimm die Tipps, die wir machen, auf. Versuche es umzusetzen, so gut du kannst. Am Ende, das im letzten Teil, haben wir noch eine kleine Überraschung für dich. Ich versuche dir jetzt mitzuteilen, wie du optimal mit Schwermetallen umgehst. Thema dieses Videos, des ersten Teils, ist, welche Quellen es für Schwermetalle gibt, wie du dem aus dem Weg gehen kannst und warum die so gefährlich sind. Okay, fangen wir vielleicht mal an mit den Quellen. Schwermetalle sind, seit wir angefangen haben, irgendwie die Erde umzugraben, als Menschheit, und Metalle und Kohle und Gase aus der Erde zu holen, sind Schwermetalle irgendwie auch ein Thema. Schwermetalle sind für uns Metalle, die für den Körper grundsätzlich nicht sinnvoll sind, die er nicht gebrauchen kann oder die er in der Menge, in der er sie abbekommt, nicht gebrauchen kann. Die klassischen Schwermetalle, von denen wir sprechen, die am gefährlichsten sind, sind Quecksilber, Blei und Cadmium. Diese drei sind so die größten. Es gibt eine große Zahl anderer Schwermetalle auch noch, die wir aber nur in kleinsten Mengen abbekommen, aber das sind so die Massenprodukte. Blei bekommen wir vor allen Dingen ab durch die Autoabgase, die es früher gab, nur heute ist das ganze Blei immer noch in der Erde. Dann gibt es verbleite Wasserleitungen, die es damals gab, heute in den meisten Häusern nicht mehr. Aber es könnte sein, dass das natürlich noch Reste da sind. Und eine gute Bleiquelle sind auch die Farben oder andere Dinge aus der Industrie, wo es durchaus sein kann, dass man Blei abbekommt. Steckt dann in den Böden, in der Nahrung, in der Luft steckt das Blei drin. Und wir kriegen es ab. Wir kriegen es auch ab durch das Flugzeugbenzin, nennen das Kerosin, das die Flugzeuge verbrauchen, ist nicht bleifrei. Ja, das ist nur bei den Autos gemacht worden. Und die Flugzeuge pumpen immer noch ihre Abgase, ihre verbleitenden Abgase in die Atmosphäre. Und wir kriegen das natürlich dann über die Atmosphäre auch alles ab. Deswegen das Thema Blei. Blei ist ein Problem, wenn es denn in den freien Körper reinkommt. Blei wird vom Körper in der Regel geparkt, meistens in den Knochenstrukturen. Aber auch da, wenn es ein zu viel gibt, dann ist es für den Knochen und für das Knochenmilieu schlecht. Blei wird am besten entgiftet, wenn wir vorher die anderen Schwermetalle entgiftet haben. Also es ist in der Reihenfolge, kommt Blei im Körper meistens ganz am Schluss. Vorher sind erstmal die anderen Schwermetalle wichtig. Kommen wir zum nächsten, ist das Cadmium. Cadmium ist ein Schwermetall, das krebserregend ist, ähnlich wie alle anderen auch im Grunde, aber es ist eben auch dafür bekannt. Es kann der Niere schaden. Cadmium bindet an Phosphor und deswegen finden wir das im klassischen konventionellen Dünger. Also die normalen Felder, wenn die gedüngt werden mit Phosphordünger, dann ist da meistens Cadmium dabei. Oder der Hintergrund ist, dass Cadmium in Autoreifen ist. Und wie hängt das jetzt zusammen? Autoreifen wurden durch einen findigen Entwickler dazu benutzt, um Phosphordünger herzustellen. Das heißt, wir kriegen diesen ganzen Mist aus den Autoreifen quasi dann ins Essen. Besser seid ihr dran, wenn ihr Bioessen nehmt, dann habt ihr dieses Problem mit dem Cadmium nicht. Aber auch da ist es in Spuren vorhanden. Andere Cadmiumquelle sind die Autoabgase. Ja, das bleifreie Benzin wurde bleifrei gemacht dadurch, dass man Cadmium zum Benzin dazu gegeben hat. Und jetzt haben wir halt Cadmiumabgase. Da redet nur keiner drüber. Ja? Ihr werdet nicht groß damit informiert. Aber jedes Auto, das an euch vorbeifährt, das nicht ein Diesel ist, haut Cadmium raus. Und das kriegt natürlich auch ihr wieder ab. Und das letzte Schwermetall ist das Quecksilber. Quecksilber ist somit das Giftigste, was ihr überhaupt abkriegen könnt. Und die Hauptquellen für Quecksilber sind die Amalgamfüllungen, die euch der Zahnarzt vielleicht mal reingemacht hat. Eure Mutter, wenn sie den Amalgam vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft im Mund hatte, weil sie entgiftet dann nämlich in euch hinein. Ja, auch ihr, liebe Mamas, wenn ihr zuschaut, ihr entgiftet in eure Kinder oder habt da hinein entgiftet, die Gifte, die ihr selber tragt. Und Quecksilber ist einfach zu 50% Bestandteil von Amalgam und es geht ständig aus diesen Füllungen raus.
Auch wenn ihr, wenn die Füllung angeblich korrekt ist und nicht korrodiert ist, trotzdem verliert es regelmäßig Amalgammoleküle, Quecksilbermoleküle. Das ist also nicht so gut. Andere Quecksilberquellen ist die Industrie und vor allen Dingen da die Kohleindustrie, also alles, was verbrennt, was Kohle verbrennt, da wird Quecksilber erzeugt oder freigesetzt. Quecksilber ist in bestimmten Medikamenten enthalten, in bestimmten Lösungsmitteln enthalten. Quecksilber ist in Leuchtstoffröhren enthalten, in den Energiesparlampen enthalten. Und Quecksilber hat das ganze Meer mittlerweile verseucht. Die Fische haben alle sehr starke Quecksilbergehalte und da vor allen Dingen von dem gefährlichen Methylquecksilber. Das ist quasi Quecksilber, das schon fertig methyliert ist und das kann die Nerven befallen. Wenn wir also einen Fisch essen, kriegen wir sofort diese Portion von Nervengift ab. Deswegen sollten wir möglichst keine Meeresfische mehr essen, zumindest die großen Raubfische nicht, wie Thunfisch oder Lachs oder Hai, die sind ganz gefährlich. Die kleineren Fische haben einen kleineren Quecksilbergehalt. Ja, das ist die Frage, welche Quellen gibt es für Schwermetalle? Wie gehe ich dem am besten aus dem Weg? Naja, am allerbesten geht man dem aus dem Weg, indem man sich nicht damit konfrontiert, was allerdings schwierig ist. Also ihr könnt Leuchtstoffröhren und zum Beispiel könnt ihr austauschen gegen normale Glühbirnen bzw. LED-Glühbirnen oder Halogenbirnen, genauso diese Energiesparlampen. Ihr könnt die Amalgamfüllung sanieren, was ein wichtiger Punkt ist. Dazu gibt es auch ein eigenes Video, das ich gemacht habe auf dem YouTube-Kanal von uns, wo ihr nachschauen könnt, wie das geht. Und eine Checklist, die ihr runterladen könnt, wo ihr nachschauen könnt, wie das geht. Ja, Amalgamfüllung richtig sanieren. Ansonsten, wenn ihr ganz normal Bio-Essen kauft, geht ihr schon mal viel von dem ganzen Müll aus dem Weg. Aber das Entscheidende ist, ich denke, dass ihr regelmäßig versucht, eine Entgiftung zu installieren im Körper, weil atmen müsst ihr und Wasser trinken tut ihr und ihr kriegt also immer irgendwelche Gifte ab. Es gibt so gut wie niemanden in unserer westlichen Hemisphäre, der nicht Gifte hat. Babys. Wenn die Mama ganz clean war, Babys, die haben vielleicht keine Gifte. Aber sobald man ein paar Monate hier auf dem Planeten lebt und unsere Luft atmet, sammeln sich die Gifte nach und nach im Körper. Und darum, alles, was ihr vermeiden könnt, bitte vermeidet es. Und das, was unvermeidlich ist, da ist dann wichtig, dass man eine Entgiftung dagegen setzt. Jawohl. Ja, warum eigentlich, oder? Warum soll ich denn entgiften? Warum sind Schwermetalle denn so gefährlich? Was macht die gefährlich? Gut, es gibt verschiedene Aspekte bei den Schwermetallen. Die eine große Gefahr besteht natürlich da, also Schwermetalle, das gehört vielleicht grundsätzlich dazu, der Körper kann sie nicht alleine entgiften. Er tut sich schwer damit, Schwermetalle aus dem Körper auszuscheiden. Es ist zwar so, dass immer ein bisschen was ausgeschieden wird, aber es passiert nicht in großen Mengen. Der Urin scheidet ein bisschen aus, der Stuhl, da ist oft ein bisschen was drin und die Haare und der Schweiß. Die Haare, da kann man dann sogenannte Haarmineralanalysen machen. Das heißt, es wird ein bisschen vom Haar abgeschnitten, ins Labor geschickt und die gucken nach, was ist da für ein Gift drin und finden dann raus, ja, da ist so und so viel Cadmium und so viel Blei und Quecksilber haben wir ganz wenig. So, wenn es jetzt eine Person ist, die noch nie mit Quecksilber zu tun hatte, dann mag das sein. Aber wenn es eine Person ist, die zum Beispiel Amalgamfüllung im Mund hat und in den Haaren ist kaum Quecksilber, dann heißt das nicht, dass die kein Quecksilber hat. Das heißt, die kann es nicht entgiften. Und die ist noch ärmer dran als alle anderen. Denn bei der sammelt sich das alles erst recht im Körper. Also das bedeutet, ihr schiebt zwar immer ein bisschen was raus, aber der größte Teil des Gifts bleibt drin. Und der Körper parkt das Ganze dann und kann es nicht von alleine ausscheiden. Das macht es gefährlich, weil es an den Stellen dann das Gewebe beeinträchtigt, die Nährstoffversorgung beeinträchtigt, die Fresszellen, das Immunsystem beeinträchtigt. Da, wo es geparkt ist, versucht der Körper trotzdem immer aufzuräumen. Und es kann dann passieren, dass das Immunsystem Autoimmunität entwickelt. Also das heißt, es greift eure eigenen Körperstrukturen an, um diese Schwermetalle zu beseitigen und tötet dann aus Versehen auch noch die Zellen, die mit dabei sind aus dem Körper. Daraus kann dann sowas entstehen wie Hashimoto oder MS, Multiple Sklerose oder andere Dinge. Ja, das zweite große Problem ist, dass diese Schwermetalle besonders, aber Quecksilber, eine Affinität hat zu den Nerven. Das heißt, es befällt die Nervenzellen. Und wenn die Nerven befallen sind mit Quecksilber, dann können sie nicht mehr sehr gut Dendriten bilden, gerade im Gehirn. Das heißt, die Verbindung zwischen den Nerven findet nicht mehr statt. Und es gibt dann solche Lochfraßstellen im Gehirn, wo keine Vernetzung mehr stattfindet. Und das ist natürlich ein Problem, denn wir kennen alle die schlimme Krankheit Alzheimer, die hat da ihren Ursprung. Das heißt, Quecksilber im Gehirn sorgt dafür, dass ihr irgendwann einmal ein Gehirn habt, das
das nicht mehr komplett ist. Und dann kann es sich zeigen als Symptom oder eben nicht. Vielleicht ist es ein Areal, wenn ihr Glück habt, vom Gehirn, das nicht so gebraucht wird, dann merkt ihr es nicht. Aber vielleicht ist es euer Sprachzentrum oder euer Bewegungszentrum oder so. Dann habt ihr ein Problem. Okay, was macht sie noch gefährlich? Naja, es ist krebserregend. Es kann an den Stellen, wo die Schwermetalle einwirken, kann Krebs entstehen. Und ein großes Problem ist tatsächlich, dass der Körper aus einer Not heraus unter Umständen, wenn er einen Mangel hat an anderen Metallen wie Zink oder Magnesium, dass er dann das toxische Metall nimmt, um seine Enzyme zu bauen und seine Hormone und seine ganzen Zellstrukturen. Und da wird dann das toxische Metall eingebaut und das funktioniert dann aber nicht so gut. Das ist also noch ein weiteres Problem mit den Schwermetallen. Das heißt, es macht dann Schäden, die man gar nicht so sehr absehen kann. Wenn nur ein einziges Enzym nicht gut funktioniert, dann können ganze Stoffwechselprozesse nicht mehr richtig laufen. Das kann dann sein, dass ihr zum Beispiel kein Hämoglobin mehr herstellen könnt, weil das Häm unterbrochen wird. Oder es kann sein, dass ihr kein Dausin mehr herstellen könnt und plötzlich eine Histaminintoleranz entwickelt, weil das Histamin nicht mehr abgebaut wird. Und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Fehlfunktionen, die dann im Körper entstehen, durch diese Schwermetalle, die sind sehr, sehr weitreichend. Aus dem Grunde ist es so gefährlich. Okay, das war's mit unserem ersten Video. Im nächsten Video, das bekommt ihr morgen, geht's weiter mit den Themen, was sind die Voraussetzungen, dass der Körper gut entgiften kann und wo genau sitzen eigentlich die Schwermetalle im Körper. Okay, dann würde ich sagen, bis morgen, macht's gut, tschüss, euer Matthias.